Ja, das war natürlich eine geniale Idee. Lass mich in Ruhe! Fettes! Voll Medizin. Stirb! Nein, hör auf mich zu essen! Wo ist Strong, wenn wir ihn brauchen? Ha. Nein, jetzt ist das Vieh wieder in Ordnung. Es heilt sich selbst, ich krieg die Krise. Lass mich! Wir machen es anders. Kurz, ne, da, wo haben wir? Wir haben doch noch unseren Raketenhans dabei. Na, gut, dass wir so massig Zeit haben. War das der schon? Dreifach, genau. Na! Na! Lass mich doch! Was willst du denn von mir, Mann? Na, lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Strong hat den schon fast platt gemacht. Mann! Sehr gut. Was haben wir denn hier? Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz. Je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu plus 35. Sehr cool, nehmen wir mit. Nehmen wir auch alles mit. Okay. Das hört sich alles gut an. Das ist natürlich hier. Ach, schon wieder so viele Wege. Hier kann man hoch. Da gibt's was. Und hier hängt irgendwie so eine dumme Schwebebahn. Können wir auch noch reingucken müssen. Hier unser zweiter Arm ist auch schon defekt. Wir müssen bald, glaube ich, wirklich mal zurück und unsere Rüstung ein wenig reparieren. Wobei uns da ja auch noch Teile fehlen für die X01-Rüstung. Komm, das sieht doch aus, als wäre hier irgendwo so ein Fusionskern. Nee, eher nicht. Okay. Haymarket Büros. Okay, das, da kommen wir nochmal hin, wenn wir. Ich unterstelle es jetzt einfach, dass wir da hinkommen, wenn wir den Supermarkt überprüft haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier auf das Ding? Ich springe jetzt einfach darüber. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier rein? Vorne sehen wir doch ein kleines Sprungbrett, auf das wir dann drauf hüpfen können. Vielleicht wäre das auch der Ausgang. Tom traut sich nicht, der hat nämlich Höhenangst. Müsst ihr wissen. Ah! Ah! Greifst du mich an, du? Dummer Protektoren-Wachroboter. Sehr schön. Können wir das Ding starten? Ah, Kiste. Nee, brauche ich. Okay, dann schauen wir mal. Der hat nämlich hier schöne biometrischen Scanner und Elektronik-Schnickschnack. Können wir immer gebrauchen. Ihr wartet auch noch. Hat ein bisschen Verspätung der Zug. Aber keine Sorge, der fährt gleich weiter. Bewahren Sie Ruhe. Geht. Du siehst doch, dass ich ihn da hier durchfall. Ah, okay. Ich glaube, das ist das Gerüst. Nein, das ist nicht das Gerüst, sonst steht nämlich noch jemand, der das Gerüst bewacht. Ich dachte, das wäre das Gerüst gewesen, wo wir die Supermutanten bekämpft haben. Warte mal. Nehmen wir mit. Können wir die Tür öffnen? Nein. Jetzt kommen wir auch nicht raus. Sehr schön. Geh weg. Ich würde sagen, wir gehen einfach hoch. Wir müssen Schrott ein. Oh, das
Wir sammeln alles. Was? Wer spricht? Hier unten kann er sein. Okay, wie gehen wir vor? Da ist das Ding ins Kirchen. Das ist die Bank. Die wir von da aus nicht reinkommen, sondern über den Übergang da drüben. Dann hüpfen wir doch jetzt hier runter und ich würde sagen. Ist das hoch. Aber alles gut. Wir sind unverwundbar in unserer super Rüstung. Da ist zugenagelt. Wir werfen nochmal kurz einen Blick hier rein. Den umgefallenen Bus. Aber hier ist nichts. Wie kamen wir jetzt da hoch? Ich weiß es nicht mehr. Ach, den Aufzug. Der läuft immer hier rum. Und den Supermarkt gehen wir, würde ich sagen, dann danach. Also nee, hier lang ging's. Ja doch, dann. Oder? Hä? Ach nee, hier unten war schon die Aufzüge, die funktionieren. So, dann fahren wir mal wieder hoch. So. Hier sind wir. Wo war der Übergang? Da vorne. Wahrscheinlich hier nicht drüber hüpfen. Na doch. Dann gehen wir mal da rein und gucken, ob wir ein Sparbuch eröffnen können oder sowas. Denn das lohnt sich bestimmt für unser ganzes Geld, das wir schon gefunden haben, es immer so bei uns zu tragen. Ist ja auch ein bisschen riskant. Gerade in der heutigen Zeit. Kriminalität und so. Wisst ihr Bescheid. Wir haben schon direkt einen Safe. Wahrscheinlich finden wir jetzt hier Unmengen an Safes. Mit wertlosem altem Geld. Weil wir noch nie versucht haben, das Geld zu verkaufen. So. Aber das ist immer wieder sowas richtig. Ich fürchte, unübersichtliches. Wir haben jetzt wieder hier Terminal. Ein Terminal zum Hacken. Ja. Das war jetzt gut. Eigentlich relativ einfach. Haben wir irgendeine Tür aufgeschlossen? Es knarzt. Ah, sehr schön. Cool. Dass ich so schnell den Tresor hier finden. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also Akten und Spielzeugraketen. Und eine Menge Vorkriegsgeld. Ah, die wurden noch. Hier sind zwei Safes. Ein Safe im Safe sozusagen. Na? Was ist los? So. Cool. Die Leute also wegschließen. Automatische Laser. Nee, nehmen wir nicht mit. Die ist zu schwer. Wir haben ein Level Up, habe ich gerade gesehen. Die Frage, in was wollen wir das denn investieren? Schön. Aktuell, glaube ich, brauchen wir gar nichts. Komm, das schauen wir doch gerade mal nach. Da, wir haben Level 32, wo steht denn wie viel? Okay. Achso, da steht's. Ich hab gesucht, wie viel Level Ups wir haben. Wie wär's denn mit Glück? Schatzsuche findest sogar noch mehr Kronkorken. In Behältern? Nee. Du findest sogar noch mehr Munition in Behältern. Nö. Blutiger Tod. Bundeschasen lässt Feinde gelegentlich zu einem blutigen Wasser explodieren. Vorsicht vor umherfliegenden Augäpfeln. Jo. Was ist das? Warum hilft der
Interessiert das? Der mysteriöse Fremde erscheint gelegentlich ebenfalls und hilft dir mit tödlicher Effizienz. Hm. Apropos dem Fatz. Wo waren wir das denn? Das sollten wir eigentlich auch nochmal ausbauen. Die Frage, wollen wir das? Wir bräuchten auch hier das. Du kannst in Werkstattsiedlung gehen und Arbeitsschätzung. Ja, das können wir ja eigentlich schon. Rang 3 Hightech. Den Hacker. Das, dafür, dass wir so oft das Schwert nehmen. Wäre es natürlich auch nicht schlecht. Bin ich wieder unsicher, was wir nehmen wollen. Das wäre natürlich auch lustig. Oder mehr Kronkorken. Munition haben wir eigentlich gar nicht so das Problem. Tja. Was nehmen wir? Ich bin unschlüssig. Ich würde sagen. Komm, wir kommen uns im Schwert eigentlich noch ganz gut hin. Munition nicht. Kronkorken nicht. Wir machen mal das hier. Sieht vielleicht ganz lustig aus. So, dann ziehen wir direkt unser Säbel. Strong ist schon wieder nicht hier. Wie wir sehen. Komm. Terminalisieren wir das hier auch nochmal. Dann können wir den Keller noch aktivieren. Nein. So. Nein. Komm, das kann nicht so spät. Schauen wir doch. Einsteiger? Also, geht doch. Persönlichkeitsmodus. Nehmen wir wieder den Rechtsvollzug. Der hat sich ja immer eigentlich... war ja ganz gut. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ja dann. Frag mich, welche... Geg... wir uns hier erwarten. Die Roboter sind. Ja, Treppenhaus. Vielleicht das Klo, was wir jetzt hier entsperren müssen. Geschafft. Die Abstellkammer. Mit dem Klo. Okay. What? Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Pilze mit. Jetzt können wir Aufzug fahren. Oder wir nehmen das Treppenhaus. Ich würde sagen, wir nehmen das Treppenhaus. Wir sind scheinbar ganz oben. Arbeiten wir uns nach unten durch. Hier ist zu. Was ist denn mit dir los? Finanzbezirk. Ja, dann sind wir schon wieder zu draußen. Da wollen wir nicht hin. Also ich nehme an, dass wir dann draußen sind. Was hat der denn jetzt schon wieder? Hockt der unten so rum und hechelt da? Nix halten die aus, die Leute. Komm, Aufzug. Gucken, wo uns der hinführt. Okay, es geht noch höher. Ich bin gespannt. Na, gut. Nach oben und doch wieder raus. Dann gehen wir hier raus. Ich hätte es mir ein bisschen mehr von der Bank erwartet. Irgendwie war da jetzt nicht viel außer der Tresor. Dafür ist, ich hätte jetzt erwartet, dass wir da Unmengen an Geld finden und Gegner und was weiß ich. Aber wir haben noch den Supermarkt, den wir uns eigentlich auch noch angucken müssen. Okay, das wird jetzt ein wenig umgeschlagen. Baller. Sind wir hier noch im Psycho? Wie seid ihr da unten? Ja.
für euch. Da. Dann werfen wir gerade noch alle. Die sind aber hart, denke ich, da unten, die Jungs. Stirbt jetzt. Alter! Ich glaube, das war so ein Selbstmord, Heini. Okay. Das weiß ich jetzt aber nicht. Ach, da unten sind noch welche. So muss ich auch mal so. Hier haben wir noch ein paar Granaten, komm. Versucht der Handgranaten da hochzuwerfen? So lustig. Gut, ich würde sagen, wir springen hier noch nicht runter. Ich würde gerne auf dieses Dach da noch. Und hier ist wieder dieser Platz, da ist die Autobahnbrücke. Kommen wir auf die obere Etage? Nee. Da drauf. Ah. Sehr schön. Hier, Schrott. Patron, Patron, Patron. Immer gut. Wie kommt man jetzt hier regulär hoch? So scheinbar nicht. Ich tue mal ganz schnell speichern. Bevor wir jetzt wieder irgendwo drauf gehen und dann weiß ich wo anfangen müssen. Das will ja keiner. Okay, ich habe keinen Plan, wie wir da jetzt weiterkommen. Ah, ich sehe aber den Freedom Trail. Wir kamen von hier. Kommt dann. Okay, schlechte Idee ins Feuer zu springen. Hier haben wir wieder eins. 5R. Ja, sehr schön. Hier haben wir die Bank. Was haben wir hier? Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, jetzt wieder reinzugucken. Wahrscheinlich noch ein Raider oder so. Cool. Hallo. Heimlich. Ah. Alter, ich hab doch geblockt, Mann. Ich bin ja so hart, denke ich. Okay, wir tragen wieder zu viel mit uns rum. Das heißt, schauen wir mal kurz hier rein. Brauchen wir nicht. Die Kleidung haben wahrscheinlich auch. Baseballhelm brauche ich nicht. Und So brauchen wir auch nicht zwei. Ist das schon? Commonwealth Bank öffnen. Ach, die werden wir rausgekommen. Jetzt geht's aber los. So. Ah. Wir sind schon wieder beschädigt. Nehmen wir kurz ein Medizin. Sicher, sicher. Ah, eine Coca-Cola. Gut, hier ist noch der Aufzug. Ich denke, der bringt uns nirgends weiterhin als zur Bank da rein. So, wie war das jetzt hier nicht? Wäre halt nur ein Eingang gewesen, ne? Dann folgen wir weiter dem Freedom Trail.